Mit Windows kann ich mit mehreren Benutzern gleichzeitig arbeiten. Was heißt gleichzeitig? Aber die können an einem Computer verwaltet werden und jeder hat seine eigene Oberfläche. Wie das funktioniert, was ich beachten muss, das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steyes, ich bin Gründer vom ERS IT Service und in dieser Grundlagenserie geht es darum, dir einmal zu zeigen, was du bei der Bedienung von Windows wirklich wissen solltest, so dass du wirklich ganz entspannt damit arbeiten kannst. Heute schauen wir uns mal die Benutzerkontensteuerung an, beziehungsweise ganz gezielt die Geschichte, wie kann ich einen neuen Benutzer anlegen und wie kann ich eventuell hier Rechte verändern. Aber um das wirklich zu verstehen, setzen wir uns jetzt an den Computer, da kann ich dir das ganz genau erklären. Um einen Benutzer anzulegen, müssen wir als erstes in die Windows-Einstellung reingehen. Und die Windows-Einstellung, um den Benutzer anzulegen, finden wir hier unter das Windows-Logo. Dann gibt es hier das Zahnrädchen, da gehen wir drauf. Und dann gibt es hier bei der neuesten Version, bei den älteren Versionen von Windows 10 sieht es noch ein bisschen anders aus, aber bei der aktuellen Version, die jetzt im Frühjahr dieses Jahres erschienen ist, gibt es hier den Punkt Konten, dort gehe ich rauf. Und hier habe ich dann als erstes mein Konto. Und mit meinem Konto gehe ich mal davon aus, dass wir hier mit einem Administrator arbeiten. In meinem Fall nennt er sich auch Admin. Und wenn ich jetzt noch ein anderes Konto anlegen möchte, dann gehe ich auf Familie und weitere Kontakte. Und ich habe hier schon ein lokales Konto, welches sich Kind nennt, eingerichtet. Und ich möchte jetzt vielleicht noch meinen Partner ein Konto geben. Dementsprechend klicke ich hier auf das Plus, diesen PC, eine andere Person hinzufügen. Und dann öffnet sich die Anmeldung für das Microsoft-Konto. So, und wenn das auf einen Fehler läuft, wie das hier jetzt gerade der Fall war, klicken wir einfach auf Wiederholen, probieren das Ganze nochmal. Und jetzt könnten wir hier das Microsoft-Konto hinzufügen. Wenn wir den Benutzer lokal anlegen wollen, dann ist das im Windows leider auch wieder ziemlich versteckt. Das heißt, wenn ich hier kein Microsoft-Konto möchte, dann gehe ich auf Ich kenne die Anmeldeoptionen, die für diese Person nicht. Dann dauert das wieder einen kleinen Augenblick. Und hier gibt es Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Und wenn ich hier jetzt draufklicke, dann kann ich den lokal anmelden. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinem Partner das Konto geben möchte, könnte ich ihm jetzt hier noch ein Passwort vergeben. Das lasse ich. Wenn ein Passwort erwünscht ist, trage ich es entsprechend hier ein und klicke auf Weiter. Und jetzt habe ich hier meinen Partner mit einem lokalen Konto und kann halt dieses Konto entsprechend, wenn ich hier draufklicke, als Kontotyp ändern. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und ihn einen Standardbenutzer oder einen Administrator machen. Administrator hat vollen Zugriff und kann alles auf dem Computer machen. Der Standardbenutzer darf den Computer mehr oder weniger nur bedienen. Auf die Kontotypen möchte ich hier aber jetzt nicht weiter eingehen, denn die Kontotypen Administrator und Standardbenutzer, das ist jetzt für uns irrelevant. Für uns ist es wichtig, was wir jetzt ein zusätzliches Konto angelegt haben. Und das war auch eigentlich schon alles, was ich dazu wissen muss. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Das Konto ist hinzugefügt. Wir können das jetzt nochmal probieren, wenn ich mich hier jetzt abmelde. Dann kann ich hier auf den raufgehen, kann auf Abmelden gehen, habe aber eben schon gesehen, was Partner mir mit angezeigt wird. Welche Möglichkeiten es gibt, den Benutzer zu wechseln, dafür gibt es ein separates Video auf meinem Kanal. Das sollte jetzt gleich oben in der Infobox eingeblendet werden. Und ich klicke jetzt hier auf Partner und klicke auf Anmelden. Und jetzt wird dieses Konto erst eingerichtet. Das dauert einen kleinen Augenblick und sieht aber dann anschließend aus wie ein ganz normales Konto, wenn diese Einrichtung abgeschlossen ist. Das heißt, ich lande gleich auf dem Windows-Desktop von dem Benutzer. Ein Hexenwerk sieht anders aus und entsprechend sollte jetzt jeder in der Lage sein, mit mehreren Benutzern an einem Computer zu arbeiten. Und der Riesenvorteil ist, ich kann mir meinen Arbeitsplatz so einrichten, wie ich ihn haben möchte und muss da nicht Kompromisse mit anderen Leuten finden. Was mich jetzt interessieren würde, kanntest du diesen Weg schon? Arbeitest du selber mit mehreren Benutzern? Wenn ja, alles über ein Konto mit verschiedenen Konten? Schreib es mir doch mal in die Kommentare, was da deine Erfahrungen sind. Und wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, auch gerne in die Kommentare. Falls du darüber hinaus noch Hilfe benötigst bei der Einrichtung, sei es jetzt Benutzerkonten oder im Netzwerk, dann kannst du mich auch gerne direkt kontaktieren.
dann schaue ich mir das Ganze mal an und dann finden wir garantiert eine passende Lösung, die individuell für dich ist und du brauchst dir dann keine Sorgen mehr zu machen, denn das bekommen wir dann ganz in Ruhe hin. Wenn du es noch nicht getan hast, gerne Daumen oben, dann sehe ich, was dir das Video gefallen hat. Und darüber hinaus hast du jetzt auch gleich die Möglichkeit, hier zu abonnieren. Das ist für dich kostenlos und somit verpasst du kein Video mehr.